Kürzlich sprachen wir mit Dominik Leindecker von den Freien Wählern in Offenbach. Sie lehnen den Fahrradstreifen auf der Waldstraße ab. Dazu haben wir uns in der vergangenen Woche mit Bürgermeisterin Sabine Groß von den Grünen unterhalten. Sie ist verantwortlich für den Probebetrieb. Frau Groß, warum braucht Offenbach eine weitere Fahrradverbindung in die Innenstadt, zudem auf einer Hauptverkehrsstraße? Es gibt doch schon Radstraßen parallel zur Waldstraße. Also Hauptverkehrsstraßen bei uns innerstädtisch, auch gerade das Stück, das wir jetzt im Probebetrieb haben, sind ja keine Autobahnen, wo es nur Rasthöfe für Autos gibt, sondern da liegen Schulen, da gibt es Kirchengemeinden, da gibt es Moscheegemeinden, da gibt es den Metzger, da gibt es beispielsweise auch die AOK. Und alle, die ich jetzt genannt habe, sind Unterstützer des Projekts der Umgestaltung der Waldstraße und haben auch entsprechende Unterstützer-Zitate mir zukommen lassen. Ich habe die vorab alle informiert. Und eben die IHK, der Nussbaumer, die Moschee, die Schulleitung, die Schülervertretung und die Kirchengemeinde wünschen sich auf der Waldstraße eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, weil sie eben nicht ihr Ziel in der Parallelstraße haben, sondern sie wollen in die Waldstraße. Aber befürchten Sie durch die Einschränkung des Autoverkehrs nicht weniger Umsatz bei den Geschäften? Es gibt eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2017 von der Fachhochschule Erfurt. Die haben mal erhoben, welche Verkehrsteilnehmer welchen Umsatz, Jahresumsatz in der Innenstadt bringen. Und da kommt man bei zu Fußgehenden auf 762 Euro pro Jahr. Bei Kundinnen, die mit Bus und Bahn kommen, auf 598 Euro. Bei Radfahrenden auf 569 Euro und bei Autofahrern auf 477 Euro. Also das heißt, die Autofahrer sind im Vergleich der Gruppen insgesamt die schwächsten Umsatzbringer in der Innenstadt. Und wenn man Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV zusammennimmt, dann kommt man auf einen Jahresumsatz dieser Verkehrsteilnehmer von 1.929 Euro versus 477 Euro Umsatz durch Autofahrer. Das zeigt aus meiner Sicht eben auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir die anderen drei Verkehrsarten, Fußradverkehr und ÖPNV, eben sehr ernst nehmen, auch im Hinblick auf Erhalt unserer Innenstadt. Muss der Fahrradstreifen denn so breit sein? Eine Spur fehlt nun für die Autos, die jetzt im Stau stehen. Also Staus gibt es keine auf der Waldstraße. Wir haben das an mehreren Tagen erhoben. An drei Tagen von 6 bis 20 Uhr. Die Mitarbeiter der Hochschule waren auch an weiteren Tagen vor Ort und haben sich das Geschehen genau angeschaut. Also von Staus. Stau hat keiner gesehen. Ich fahre da auch oft lang, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, um zu sehen, wie sich es entwickelt. Und Staus gibt es keine. Also das war ja die größte Befürchtung. Auch also Hauptgrund, warum am Anfang die Skepsis groß war. Und da wissen wir jetzt, Staus gibt es keine auf der Waldstraße. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage zurück, warum muss der Radweg so breit sein? Wir hätten, also wenn wir einen normalen Radweg in Anführungsstrichen auf der Waldstraße anlegen würden, dann wäre die Restfahrbahnbreite nicht breit genug, dass wir dann auch noch zwei Fahrspuren haben könnten. Und wir haben ja zusätzlich uns noch als Ziel gesetzt, das ist auch Teil des Ergebnisses der Beratung in dem Begleitgremium zur Umsetzung der Fahrradmaßnahmen in Offenbach, dass wir den ÖPNV weiter schnell durch die Stadt kommen lassen wollen, was eben auch diese Zahlen zum Einzelhandel nochmal deutlich machen, wie wichtig das ist. Und deswegen, damit die Busse mit auf der Radspur fahren können, brauchen wir natürlich eine Breite, dass auch ein Bus auf diese Spur passt. Und jetzt planen Sie noch eine Ausweitung des Radwegs bis zur Stadthalle? Also wir haben jetzt ja einen Probebetrieb nur bis zur AOK. Und es ist noch nicht entschieden, dass es bis zur Stadthalle fortgeführt wird, sondern wir warten jetzt die Ergebnisse von dem Teilstück aus, wo der Probebetrieb läuft. Dann wird politisch entschieden, wie weiter verfahren wird. Und was wir jetzt haben, und darauf beziehen Sie sich, ist die Aussage der Hochschule Darmstadt, die eben sagt, sinnvollerweise
Und damit es auch für Pendler, auch der Umstieg aufs Fahrrad interessant ist und damit Fahrradfahrer eben eine längere Strecke schnell durch die Stadt kommen und wir noch mehr Anschlüsse beispielsweise an den Industriebahnradweg herstellen können, ist eine Verlängerung dieser Strecke sinnvoll. Alles Weitere werden wir aber so wie jetzt auch mit Daten, Zahlen, Fakten machen und der politische Prozess zu dieser Entscheidung steht noch aus.